Kalifornien. Heute erwarten uns Temperaturen um 24 Grad. Und schon sind die ersten Staumeldungen bei uns eingetrudelt. Das Erdbeben von heute Morgen hat auch uns hier im Nachrichtenstudio von Fox 11 überrascht. Ein leichtes bis mittelschweres Beben. Das Epizentrum lag in Palmdale. Wenn hier ein Damm bricht und die Bürgermeisterin anruft, soll es nicht heißen, Rogue ist angeln gegangen. Wir werden sie doch nicht wegen dem 4,9er von der Skipiste holen, oder? Eine Gasexplosion am MacArthur Park. Inzwischen sind Rettungsmannschaften. Ihr habt 7 Leute verloren. Was war denn los? Ein schlimmer Unfall bei den Kanalarbeiten. Sie sind auf ein Damm vorgestoßen und wurden verbrüht. Sie glauben, das war Dampf? Dampf hätte den Stoff nicht so verkohlt. Methan? Irgendwas anderes. Das sieht nicht gut aus. Zug Nummer 4 auf der Westbound. Die Temperatur in den Waggons ist 5 Grad über normal. Die Temperatur dieses Sees betrug gestern 17 Grad. Heute ist sie auf 20 Grad gestiegen. Ja, ganz schön heiß heute. Nur eine geologische Aktivität kann in 12 Stunden 4 Millionen Liter Wasser erhitzen. Was ist deine geologische Aktivität? Mike, sprich mit mir. Was ist los? Das ist nicht mehr komisch. Weg hier! Raus aus dem Zug! Raus aus dem Zug! Kann mir mal einer erklären, was hier vor sich geht? Es gibt kein Hindernis, das ihm standhält. Sie meinen, er wird ausbrechen? Ja! Mann, es ist die reinste Hölle. Überall bricht Feuer aus. Die Westside, da sind mindestens 1 Million es Menschen. Es werden 1 Million tote Menschen sein, wenn wir nicht evakuieren. Als der Mount St. Helens ausbrach, war die Sprengkraft größer als die der Hiroshima-Bombe. Nicht mal Moses könnte sie umleiten. Sie ist überall. Wir haben keine Zeit mehr. Verdammt! Es zerstört alles, was es berührt. In einer Stadt, in der alles möglich ist, wird dieses Jahr das Unmögliche passieren. Bewahren Sie einen kühlen Kopf. Volcano.